Hallo und willkommen bei der Steinezeit. Im heutigen Video geht es hier an der Zugstrecke weiter. Und zwar möchte ich hier hinten die Schienengaffe legen, Gleisunterbau machen. Ich habe hier schon einiges vorbereitet. Auch hier möchte ich dann die Erhöhung bringen für den weiteren Schienenverlauf. Und auf der Seite ist jetzt auch schon ein Brett vorbereitet. Und es ist einiges an Ware gekommen, an Fanpost und Unterstützung. Wenn wir das alles schaffen in der heutigen Folge, dann sind 100 Meter Schiene verlaufen. Verlegt und wir können am Ende der Folge wieder mit Zügen fahren. Wir schauen uns das Ganze jetzt hier noch mal kurz am Plan an, damit man das ein bisschen besser nachvollziehen kann. Es wird also einiges passieren. Wir werden praktisch die beiden Radien hier außen verlegen. Wir möchten die Weiche einbringen und dann schließlich den Anschluss an den Bahnhof und hier das äußere Gleisfeld auch noch. Um das alles machen zu können, habe ich eine kleine Bestellung von Bluebricks bekommen. Ich habe mir die R72 Kurven von Bluebricks bestellt. Das andere ist ein Paket mit Felsen, mit grauen Felssteinen für später dann für die Landschaftsgestaltung. Und ich habe eine ganz tolle Fanpost bekommen. Und zwar von dem Klemmbaustein-Shop. Da habe ich ja schon mal Ballastplates und verschiedene Sachen bekommen. Und dieses Mal hat er mir die Schienen, die ich benötige, zugeschickt. Und zwar die R88 Radien und 4 R56 Radien habe ich noch gebraucht. Und was natürlich ganz klasse ist, das ist das hier in dem Beutel. Das mache ich jetzt mal auf. Ich lege mal kurz die... Ja, das geht auch so. So, und zwar hat er auch Koppelstangen im Angebot in seinem Programm. Die habe ich mir mit rausgesucht. Ganz klasse, die werde ich probieren. Wir müssen ja nochmal bei der BR01 ein bisschen nachbessern. Da werde ich dann die Koppelstangen verbauen, hat er mir mit zugeschickt. Und er hat in seinem Shop auch ganz tolle Sachen. Und zwar gibt es einen Eckzaun, finde ich klasse. Es gibt einen Zaun für Treppen, finde ich auch super. Ja, den baue ich gleich mal ein, dann zeige ich mir das. Es gibt ein Teil für Signalmasten und er hat Fliesen in Betonoptik im Programm. Das finde ich auch klasse. Gehe mal näher hin. Ich hoffe, das wird scharf. Da ist eine grobe Struktur drauf. Und das ist auch mal was anderes und finde ich ganz gut. Da habe ich auch schon eine Idee. Da wird langfristig auch noch was kommen. Und er hat verschiedene Türen. Unter anderem auch Stalltüren. Also schaut mal rein, ich mache euch den Link in den Shop rein, in die Videobeschreibung zum Klemmbaustein-Shop. Ganz tolle Sachen aus dem 3D-Drucker. Und er hat natürlich auch reichlich Schienen, auch als Spritzguss. Und zwar sind die R56 hier nicht aus dem 3D-Drucker, nicht aus dem 3D-Drucker. Wobei die R88 aus dem 3D-Drucker sind. Ja, im Laufe des Videos vielleicht noch ein bisschen was dazu. Ich fange jetzt an mit Bauen und mache jetzt als erstes hier hinten den Gleisunterbau fertig. Die ganzen Sachen festschrauben, das ist auch noch nicht ganz fest, diese Sachen hier. Ein bisschen basteln. Ich habe auch gesagt, dass ich alles, was ich an Brettern und Holz, was ich da habe, verwenden möchte, bevor ich was Neues kaufe. Also wird auch einiges an Holzarbeiten stattfinden und so gut. Bleibt dran, ich melde mich gleich wieder. Wir haben wieder einen Zwischenstand. Ja, es war jetzt gar nicht so einfach, das Ganze hier gar fertig zu machen oder weiterzubauen. Fertig ist es noch nicht. Es ist auch noch nicht alles am Boden verschraubt und noch nicht fest. Ich habe jetzt erst hier vorne die Füße festgemacht und alles, was hier hinten dran ist, ist noch nicht verschraubt. Das mache ich aber auch noch gleich, aber ich wollte euch erstmal zeigen, was hier so alles gemacht wurde. Ich bin jetzt auch froh, dass ich hier die Felsstücke bestellt habe bei Bluebricks, weil ich habe die dringend gebraucht, um das Ganze auszugleichen. Ich habe nämlich jetzt bei meiner Bauart oder beim Weiterbauen festgestellt, dass ich hier meine Blades um eine Nobbe falsch dran hatte. Und es hat sich natürlich dann, wenn man hier rumgeht, auf das ganze Bauen ausgewirkt. Und das Ganze hat sich auch leicht dadurch verschoben und verzogen. Es war jetzt recht aufwendig, die ganzen Baseplates wieder auszurichten, damit alles wieder zusammenpasst. Und damit es dann auch hier wieder zusammenpasst an der Sache. Und zwar war das so, wenn ich hier das Stück abgenommen habe und ich habe das hier oben so draufgelegt, dann war hier das Ganze um eine halbe Nobbe verschoben, halbe, dreiviertel Nobbe. Und das ist dann schlecht, weil wenn ich hier vorne schon eine halbe Nobbe Unterschied habe, dann ist es da hinten mit zwei, drei Noppen Abstand oder Ungleichheit drin, weil durch den Winkel sich das ja dann stark verzieht, das Ganze.
Deshalb war es gut, dass ich jetzt mit den Felsstücken da mir hier professorisch die Abstandsstücke hier so reingebaut habe. Habe dann das mit den oberen Baseplates verbunden. Da herüben schaut so aus. Und dann konnte ich dann eben auch nachvollziehen oder sehen, dass das Ganze auch passt. Und das ist wieder eine ganz wichtige Sache oder eine Empfehlung, wenn ihr sowas baut. Immer auslegen mit Baseplates, immer kontrollieren, immer nachschauen, weil es kann dann sein, dass am Ende einem was einholt. Mir ist es auch tatsächlich passiert, als ich den Berg hier unten gebaut habe. Ja, da war es jetzt Spoiler, das ist das Stellpult gewesen noch. Als ich den Berg da hinten gebaut hatte, ist das Ganze eben sich verschoben hatte. Spoiler nicht. Das war, so hat es ausgeschaut, wie wir das Ganze gebaut haben. Haben wir ja jetzt schon gesehen, die Folge. Ja, so schaut das Ganze aus. Ich mache jetzt weiter. Ich mache jetzt hinten die Füße gar fest, verschraube das Ganze und dann machen wir mit den nächsten Baufortschritten weiter und dann schauen wir mal, wie wir das schaffen mit Schienenkreis schließen. Ja, es geht voran, es tut sich hier einiges, es sind wieder Bretter da, aber bevor ich jetzt das Ganze erkläre, nochmal zum Kommentar von vorhin, Stellbult, es ist natürlich keine Folge gekommen, ich habe hier parallel gefilmt und vorbereitet, wir haben aber bei dem Stellbult ein paar Probleme jetzt drin, das werde ich dann später mal noch erklären, deshalb ist auch die Stellbult-Folge nicht gekommen und wir machen jetzt hier dann eben das mit der Zugstrecke und die Zugstrecke kommt. Und wir werden heute auf jeden Fall noch Zug fahren. Und es ist hier schon wieder ganz viel vorbereitet, dass wir Gleise verlegen können. Ihr könnt dann sehen, dass hier schon wieder zwei Bretter nochmal mit verbaut wurden oder hingelegt wurden auf der oberen Ebene zum Bahnhof. Und ich habe das jetzt hier auf Stützen aus Klemmbausteinen gestellt. Das denke ich, ist hier vorne dann doch besser. Dann kann ich hier besser anbauen und weitermachen. Ja, und so schaut es momentan hier aus und ich werde jetzt hier auch noch ein paar Felssteine grob hier hinstellen in der Ecke, damit ich das ein bisschen besser abstützen kann. Das ist jetzt hier auch nur mal grob. Ich brauche hier eine Stütze, dass wir fahren können. Das machen wir auf jeden Fall. Und auf der Seite habe ich das Ganze auch hier mit so Fels, also nicht Felssteine, mit Klemmbausteinen abgestützt. Und das Brett, was hier oben ist, das ist jetzt auch schon zugeschnitten. Das ist dann so gedacht, dass das herausnehmbar ist. So, jetzt ist das da drin und da laufen dann die Schienen rüber zum Bahnhof und herausnehmbar deshalb, dass wenn ich hier bauen will, dass ich nicht hier unten drunter krabbeln muss, dass ich das auch hier hinten schön bauen kann. Und es ist auch erforderlich, dass wir für die Strecke heute hier vorne auch ein paar Schienen abbauen und wir werden vorerst nur, denke ich, auf dem hinteren Gleis und hier auf den äußeren vorderen Gleis fahren können, aber wir können Zug fahren. Ja, ich baue weiter, tu weiter Schienen verlegen und dann melde ich mich wieder mit dem nächsten Zwischenstand bei euch. Ja, jetzt wird es interessant. Die Zugstrecke ist geschlossen und es fahren Züge und ich habe mich jetzt hier mal in die Mitte reingestellt. Drehe mich mal hier so schnell rum. So schaut es momentan hier aus. In dem Loch bin ich drin und wir machen das mal aus der Nähe. Und da kommt jetzt auch schon der Emerald angefahren. Und hier hinten habe ich jetzt dann schon mal grob eine Felswand hingebaut, um auch nochmal hier oben die Gleise abzustützen. Und das Ganze funktioniert fantastisch. Ja, es hat geklappt. Hier vorne schaut es dann so aus, dass wir jetzt die große Doppelkreuzungsweiche eingebaut haben. Ich habe hier die Aufteilung für die neuen Gleis, ja, für die neue Gleisführung hier in den Bahnhof rein. Die fünf Gleise kommen wieder und das heißt, ich muss jetzt das zweite und das vierte Gleis versetzen, verschieben und dann passt es auch zu den Gleisen, die unten drunter im Schattenbahnhof drin sind. Und das sind dann so die Sachen, die demnächst gebaut werden. Hier Bahnhof anpassen, Gleise anpassen und da herüben dann natürlich auch die Stadt wieder draufsetzen. Ja, und ihr könnt sehen, die Züge fahren hier schon fleißig. Und das Gute ist jetzt, es hat alles so weit geklappt, wie ich mir das gewünscht habe. Und ich muss hier an den Zügen nicht mehr steuern und regulieren. Die zwei Bedienungen, Fernbedienungen liegen hier. Ich kann die einmal einstellen und kann hier Runde für Runde fahren lassen am Bahnhof. So, und jetzt kommt hier der Emerald wieder rausgefahren. Den schauen wir uns den mal gleich an. Sieht klasse aus. Ja, und dann kommt dann der nächste Zug schon.
Der Polarexpress fährt jetzt ein bisschen schneller im Berg runter, aber auch das klappt ganz gut. Und das ist jetzt praktisch das Ziel gewesen, das Ganze so einzustellen, damit ich dann Züge fahren lassen kann, ohne zu regulieren, damit es auch alles gleichmäßig funktioniert und auch klappt. Ich mache einen kurzen Schnitt, gehe wieder raus aus der Ecke und dann tun wir noch mal ein bisschen filmen. Ja, ich bin wieder auf der Außenseite, da kommt wieder unser Polarexpress angefahren. Ich bin echt begeistert, wie das Ganze jetzt hier funktioniert, und so schaut dann die Ecke aus der Ferne aus, wie dann der Gleisverlauf ist. Und es ist echt toll geworden, das Ganze. Es ist natürlich jetzt viel zu tun hier, alles mit Steinen auskleiden und dann natürlich auch die Berge schön machen. Das wird klasse werden in den nächsten Monaten. Ich habe euch gesagt, ich zeige noch mal den Zaun kurz. So schaut praktisch dann das Ganze aus, wenn es die Treppe hochgeht. Ist auch echt eine tolle Sache, und das wäre jetzt hier das Eckstück, das so weit dazu. Schauen wir mal, wo die Züge sind. Ich tue jetzt noch ein paar Eindrücke sammeln. Was auch gut klappt, das ist jetzt hinten die Steigung, die ist natürlich richtig gut entschärft da hinten. Das macht mich natürlich auch ganz zufrieden, dass wir dann auch den Berg gut hochkommen. Mal wieder unseren Polarexpress. Gibt es auch ein tolles Video dazu, zur Lok. Drei Motoren habe ich eingebaut. Ja, wie gesagt, das hier hinten mit dem Berg, das klappt echt super. Ich habe da jetzt auf der Seite die Steigung in dem Bereich zwei Steinhöhen niedriger gemacht und das Ganze hier richtig langsam nach oben verlaufen lassen, damit wir da auch klarkommen. Und jetzt denke ich, sollte es auch mit allen Zügen klappen, mit Fahren und mit, ja, dem Berg hier drin. Und eben das hier vorne, das wird angepasst werden. Ach, schauen wir noch mal kurz den Polarexpress an, wie er hier hochfährt. Also langsam und gleichmäßig. Jetzt tun teilweise mal auch die Räder durchdrehen an der Lok. Das liegt aber jetzt daran, weil der Gleisunterbau hinten noch nicht ganz korrekt ist oder noch nicht ganz gut gemacht ist. So, und da kommt jetzt schon unser Emerald wieder angefahren. Klasse, ich bin begeistert. Ich hoffe, es gefällt euch mit den Zugfahrten. Ich mache mal eine kurze Pause und dann fahren wir nochmal mit einem anderen Zug. Ja, jetzt, ich hoffe, ich kriege das jetzt auch alles hin. Jetzt tue ich dann nochmal den ICE in Bewegung setzen. Und lass den mal langsam fahren. Ja, wie gesagt, auch das hier, das ist einer meiner Lieblingszüge, der ICE, wie er hier fährt. Und das Gute ist eben jetzt, ich kann jetzt hier mit drei Zügen fahren. Zwei Stück fahren von alleine und den dritten Zug, den kann ich dann steuern und regulieren. So, ich werde mit dem hier mal stehen bleiben unten im Schattenbahnhof, weil er sonst den Emerald, halt den Polarexpress hier hinten einholt. So, jetzt hat man es wieder gesehen, dass die Räder ein bisschen durchgedreht haben am Zug. So, und jetzt habe ich hier vorne die Weiche gestellt. Jetzt fahre ich hier mit unserem Polarexpress in den mittleren Gleis. Und jetzt fahre ich hier unten auch weiter mit dem ICE. Klasse. Bin begeistert. So, jetzt schauen wir uns an, wie unser Emerald hier kommt. Und der trifft dann jetzt auf den ICE. Und da macht es hier richtig Spaß, mit den Zügen zu fahren. Ich habe natürlich auch schon reichlich Testfahrten gemacht mit dem Ganzen. Und dann kann man dann schon etwas Zeit verbringen. Das Video wird wohl jetzt auch ein bisschen länger werden wegen der Zugfahrten. Aber ich denke, das Ganze rendiert sich schon. So, jetzt werde ich mit dem hier wieder im Bahnhof stehen bleiben. Und
ich dann hier in meinem Sessel sitze, macht es schon richtig Spaß mit der Zugfahrt oder mit den Zugfahrten. So. So, und dann fahren wir wieder weiter mit dem hier. Jetzt schauen wir mal, ob wir hier die Züge alle drei schön einfangen können. Es klappt wunderbar. Und dasselbe sollte jetzt hier auch auf der hinteren Seite klappen, dass wir alle drei Züge im Blickfeld drin haben. Ja, tolle Aussichten, tolle Ansichten haben wir hier. Ich würde sagen, so langsam, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich fahre jetzt mit dem ICE, gehe darüber, nochmal in den Hauptbahn oder in den U-Bahnhof rein, dann lassen wir den stehen. So, dann fahren wir weiter. Dann lasse ich den Polar Express hier im Hauptbahnhof stehen. Ja, und dann fehlt nur noch der Emerald. Und dann tun wir uns verabschieden, wenn der Emerald hier in den Bahnhof reinfährt. Ein Bild von der Totale, weil ich nicht an die Fernbedienung hinkomme. So, und dann lassen wir den auch noch schön in den Bahnhof reinfahren. Ja, das war's dann für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, dass die Zugfahrten euch auch gefallen haben. Wenn ihr mich unterstützen wollt, gerne die Links verwenden zu Klemmbausteinwelt, zu Webrig und dann auch zu Bluebricks. Wobei Klemmbausteinwelt mein Hauptfavorit ist nach wie vor fürs Bestellen von Steinen. Lasst es euch gut gehen und dann bis zum nächsten Mal.